Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Ja, wir haben im letzten Part noch schön erfolgreich den Greifenmantel geholt. Huia! Zack, zack, zack. Sind aber noch erfolgreich gestorben. Am Ende. Nur weil uns diese scheiß Plattform mitgerissen hat. Was richtig toll ist. Und ich habe keinen Schlüssel. Woher kriege ich den Schlüssel? Das ist eine Frage. Und ich glaube, ich weiß auch schon, woher wir die kriegen. Oder den kriegen. Wir können normal springen, wenn wir halt den Knopf nicht gedrückt halten. Aber wenn wir jetzt den Knopf gedrückt halten, dann fliegen wir halt ziemlich weit. Jetzt brauche ich das hier. Nein! Okay, wir haben es überlebt. Wie auch immer ich das gerade geschafft habe. Ja, zack, 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 zack. Geht weg, geht weg, geht weg. Gut, und jetzt rüber springen. Hua! Wir können jetzt 4 Blöcke weit fliegen. Das ist richtig geil. Alter, ich liebe diesen Greifenmantel. Ich weiß nicht, ob ich die besiegen muss. Ich besiege sie einfach. Oh, war sogar praktisch. Okay, das muss weiter nach oben. Ja, ja und ja. Das müsste gut sein. Das war... Nö! Zack und zack und ho. Aua. Ja, noch ein weiter höher. Okay, und... drauf landen. Haha. Ha. Ha, ja. Schön. Hui. Und weg. Und darunter. Und darauf. Dann ist es sogar richtig, wenn wir jetzt hier runterspringen, ja. Wir haben einen Schlüssel bekommen. Bekommen. Nein. Nein. Das ist der richtige. Schubchen. Hua! Hua! Ich habe Angst vor diesen Viechern. Nö. Boah. Oh Gott. So. Ich glaube, den Palast packen wir in diesem Part noch. Müssten wir hinkriegen. Miau, 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 tschu. Und zack. Und hua, hier. Hua, hier. Hua, hier. Hua, hier. Ach, komm. Hör! Hör! Hüp! Und hüp! Hiu! Hüp! Hiu! Ich mach's einfach ganz... schön. Ja. Ja, das sieht so aus, als ob ich da gleich hin kann. Oder auch nicht. Zack. Okay, da muss ich irgendwie hin. Ich weiß nicht wie. Indem ich diese Teile hier besiege. Eine Fee. Oh, das ist schön. Ach, geil. Nein, machen wir es mal so. Das war super. Ha, ja. Super. Hör, hier. Hör, ja. Beim ersten Mal schaffe ich es. Beim zweiten Mal nicht. Super toll. Super toll. Na, Feuer. Dings. Ich wusste es. Miniboss. Auch nicht beide gleichzeitig. Verband zerbrechlich. Euer Design wird es zeigen. Ich glaube, ich muss nebenbei immer mal wieder diese Dings hier anmachen. Oder ist es dann einfach nur leichter zu töten? Nein, das kann nicht sein. Ich werde zurückkehren und um dich einzusuchen.
Ja, cool. Ah, das darf nicht sein. Ist es aber. Okay. Oh Gott, sind ich... Och, nö. Oh Gott, geht weg. Geht weg, geht weg. Okay. Geh weg, weg. Alter. Danke. Und du gleich auch. Schön, die haben wir schon mal. Wenn wir da lang gegangen wären, wären wir zu so einer Treppe da vorne gekommen. Und dann kommen wir einfach nur zu dieser Treppe. Und damit kommen wir dann einfach zu der Treppe. Okay, das ist schon mal klar. Erstmal will ich unten an die Truhe. Hier komme ich hier hin. Dieses ständige Hin- und Her-Switchen ist echt irgendwie nervig. Oh Gott, nö. Dann dahin. Und dann komme ich zu dieser Truhe. Treppe und dann zu der Truhe und... Okay, ich habe einen Rubin erhalten. Das ist wunderprächtig. So, damit komme ich dahin. Dann muss ich erstmal hier hin. Und damit komme ich dann erstmal rüberspringen und hier hin. Schön. Was jetzt hier ist, weiß ich nicht genau. Gucken wir erstmal hier hinten hin. Brauchen wir einen Schlüssel? Haben wir nicht. Super. Dafür können wir uns daran ziehen. Ranziehen. Und dann nebenbei noch das machen. Und ranziehen. Und wegstoßen und ranziehen. Und wegstoßen. Das ist auch falsch. Und ranziehen. Wegstoßen. Und dahin. Nein, es hat sogar geklappt. Nein, es hat doch geklappt. Oh Mann. Ranziehen. Wegstoßen. Rüberhüpfen. Ranziehen. Wegstoßen und hinlaufen. Was? Wieso mache ich das nicht eigentlich gleich so? Ach nee, da komme ich gar nicht hin. Okay, gut. Hat sich erledigt. Wegstoßen. Hinspringen. Anziehen. Wegstoßen. Hinlaufen. Und hin. Boah, Alter, bin ich kacke. Wegstoßen. Hinspringen. Ranziehen. Was? Runter. Hua, zack. Hua, zua, boom. Yeah, jetzt aber. Ich muss die, glaube ich, alle besiegen. Das ist besiegt. Das ist auch besiegt. Das Teil ist auch besiegt. Das Teil ist auch besiegt. Und das Teil ist auch nicht besiegt. Nein! Oh, das hat mich nicht runtergekickt. Ey, das hat mich runtergekickt. Ja. Jo. Ich war gerade voll verpeilt. Sorry. Es hat geklopft und ich habe einfach aus Reflex, weil ich das immer sage, ja gesagt. Deswegen musste ich kurz Mikro stumm machen. Hör hier! Hör hier! Das war kacke! Nein! Nein! Och komm! So, jetzt sehe ich's. Und muss jetzt springen! Und ich muss jetzt. Nein! Wieso bin ich nicht gesprungen? Ich hasse dieses Spiel. Habe ich das schon mal irgendwie erwähnt? Also in manchen Fällen hasse ich dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel eigentlich, aber ich hasse dieses Spiel in manchen Fällen. Echt. Unglaublich, dieses Game. Mann! Nö. Zack, zack, Sturmkerne. Okay. Ah, ich weiß, was ich machen muss. Das Ding hier. Okay. Das hat echt was irgendwie. Einmal ganz rüberspringen. Dann dahin. Und dann dahin. Hua, tja. Tschum. Und was ist dort hinten? Tschum. Ein Sprungbrett nach oben. Nee. Oh. Tschum. Ey. Tschum. Batsch. Ja, ich flieg ganz weit nach oben. Nein, da. Ach, Mann. Tschum. Okay, am besten mache ich das so, dass ich das da hinschiebe und dann hochspringe. Und schon mal nach da lenke und zack. Dann rüber springe. Ach so, der... Ah, okay. Gut. Gut, gut. Ich glaube, das war auf Rot.
Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe einfach. Das sagt diese Eule gleich wahrscheinlich, aber egal. Ich spreche sie jetzt nicht an. Ich hoffe einfach, dass es auf Rot war. Wenn nicht, dann muss ich gleich nochmal umstehen. Hua. Okay, es war blau. Sehr toll. Ah. Das schaffe ich. Definitiv nicht, aber... Hua, hier! Hua, hier! Ich hab's geschafft! Hm. Wartet, bevor ich das mache. Zack. Was? Oh, ich muss diese Eule ansprechen. Mann. Bestimmt eine Seite das, eine Seite das. Ich wette es. Hua. Unter mir rot. Zu richten rot. Nur ich soll blau erstrahlen. Warte, was? Unter mir rot. Rechts rot. Nur ich soll blau erstrahlen. Ah, okay, war richtig. Oh Gott, wo bin ich? Okay. Ach komm, nö, nö, Alter, halt die Fresse. Ich hasse diese Feuerspeinen, Scheiß. Dinger, Fackeln, Penisse. Ach komm. Halt die Fresse. Ich habe den großen Schlüssel und ich weiß nicht wohin damit. Einfach runterfallen. Einfach runterfallen. Quatsch. Also hier war es ja nirgends. Hier ist nichts. Weiß gar nicht, wann ich den Part angefangen hatte. Fuck. Irgendwann bestimmt. Hatte ich den aufgehört? Wir haben noch 5 Minuten circa. Oh, ich glaube, ich weiß... Ah, gut. Ich weiß, wo wir hier hin müssen. Oh Gott. Geht weg. Erstmal will ich hier hin. Denn hier sind Vasen. Die will ich zerstören. Da... Oh, schön. Ja. Tja. Oh Gott. Da ist der große Schlüsselraum. Wir sind beim Endboss. Ach, nö. Ja, klar. Ja, klar. Komm, geh weg. Ja. Ich mach's einfach so. Wir haben ihn gepackt. Oh, nee, doch nicht. Ich hab nicht... Ach, Mann. Hätte ich das gewusst, Leute, ne? Dann wäre ich nicht so aggressiv raufgekommen. Raufgegangen. Raufgekommen. Manu. Ja. Alle vier hier. Nö. Geht einfach weg. Okay, kann ich das? Ich muss defensiv spielen. Ich kann einfach mit dem Laserstrahl von dem Schwert die ganze Zeit treffen am besten. Ja, das muss ich so ausweichen, dann einfach die ganze Zeit. Nö. Ja, das klappt irgendwie nicht so, wie ich will. Ach komm, jetzt hat's gar nicht mehr ge... Oh Gott. Einfach so und dann rauf. Ja, das war doof. Oh Gott, Alter, ich komm nicht klar, Alter. Der hat mich noch getroffen? Der ist weg. Ich spring einfach die ganze Zeit in ihn rein, Alter. Was ist das denn? Ich komm nicht klar, Alter. Ich bin zu doof. Ich mach da gleich ein Safe State, weil sonst wird das wieder so ewig mit diesem ständigen Hin- und Herlaufen. Das ist ja das Gleiche eigentlich, nur dass ich dann, generell würde ich schneiden, aber mit dem Safe State geht's halt schneller. Wisst ihr Bescheid? Ich meine, komm. Als ob ich da jetzt, tausendmal hinlauf und es nicht pack, oder ob ich dann Safe State mache oder und es nicht pack. Ich meine, Leute, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so das Drama. Drama. Das Drama. Safe State. Erstmal wegrennen. Sorry, so. Oh Gott, ja.
Ich sollte vielleicht nicht die ganze Zeit hier vorstehen bleiben. Und auch nicht zu früh wegspringen. Ja, gut. Ob ich das jetzt mit einem Viertelherz pack? Ich denke eher nicht. Oh nein. Ja, das war mir. Ob ich das mit einem Dreiviertelherz pack, meine ich. Meinte ich eben. Okay, das sieht schon mal besser aus. Ja, das wird jetzt gewonnen. Nein! Oh Gott. Ja, das war doof, dass ich dagegen gerannt bin. Oder dass ich da nicht geflogen bin, sagen wir so. Ja! Wir haben den Endboss geparkt. Bart, sein Herzcontainer für uns. Wir haben das sogar noch schön in diesem Part gemacht. Würde jetzt vielleicht etwas überzogen sein, aber immerhin. Ich meine, ist ja nicht schlimm. Oh mein Gott, das sieht aus wie ein Webster. Du erhältst die Saat des Lebens, eine Essenz der Natur. Leben entsteht, wenn Vögel diese Saat des Lebens in die Ferne hinaustragen. Oh yes, wir haben den nächsten Palast gepackt. Es fehlt nur noch ein Palast, Leute. Na, na. Okay. Die Saat des Lebens gab mir neue Kraft. Nun geht es um die letzte Essenz der Natur. Aber dieses Mal träumte ich nicht. Ich zähle auf dich, Doki. Sie muss irgendwo in Olodrum verborgen sein. Viel Glück. Dank dir kehrt meine Kraft zurück. Gutes Gelingen, Doki. Fuck this shit, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oder, ja, ich weiß, wo ich hin muss, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Obwohl, ich habe eine Idee. Aber ich warp mich nur noch schnell zu diesem Baum. Und dann geht's ab. Fupp. Was ist da oben nochmal? Tamro. Ach, diese Ruinen, genau. Da muss ich ja nicht hin. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Hey Leute, was geht? Willkommen auf das Endcard von Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen und dieses Video bewerten. Oben rechts kommt ihr noch einmal zu dem letzten Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein!